Wenn der Sound bei dir im T6.1 Bulli der neuesten Generation auch zu mau ist, dann habe ich jetzt genau das Richtige für euch. Wir tauschen in diesem Video Lautsprecher in der Fahrgastzelle aus, um natürlich einen besseren Sound zu generieren. Wir dämmen die Türen, damit innen drin alles ruhiger wird, damit ihr euch wirklich nicht auf irgendwelche Nebengeräusche, sondern auf die Musik konzentrieren könnt. All das jetzt in diesem Video. Wie bei vielen anderen Werksradios haben wir auch hier im T6.1 ein Multimedia-Gerät drin, dass wenn ihr voll aufdreht, keine volle Lautstärke habt. Also es ist nicht wirklich richtig laut, dass ihr sagt, wow, jetzt geht aber richtig der Punk ab. Das heißt, ihr könnt Rechtsanschlag machen und könnt euch in der Regel sogar noch normal unterhalten, obwohl das Radio schon voll aufdreht ist. Limiter nennt sich das und die Radios schmeißen einfach nicht mehr her. Wir versuchen jetzt, das Maximale rauszuholen, damit es auch wirklich zu einer richtig guten Musikanlage wird. Und deswegen fangen wir jetzt an, mit den Lautsprechern die auszutauschen, die Basis erstmal zu schaffen und können dann auch tatsächlich mal so weit aufdrehen, dass es nicht mehr für eine normale Unterhaltung während der Fahrt möglich ist bei voll aufgedrehtem Radio. So, ab an den Tisch. Ich zeige euch mal, was es alles so auf sich hat. Also Leute, dann zeige ich euch jetzt mal, was wir für euch ein Set haben, welches für den VW T6.1 saugeil passt und was da alles drin ist. Wir fangen an mit unserem Lautsprechersystem, bestehend aus einem passend geformten Tieftöner mit 16,5 cm Durchmesser. Und der ist wirklich recht groß und der ist auch einen Zentimeter größer vom Durchmesser wie der originale VW-Lautsprecher und produziert daher schon ein bisschen mehr Bass. Das Ganze ist natürlich vorgeformt für den VW T6, direkt zum Einstecken und oben Einschrauben oder Einnieten in dem Fall mit der passenden Steckbuchse, also alles Plug and Play vorbereitet und vorne natürlich die Hochtöner ausgetauscht in 25 mm Gewebehochtöner für einen schönen seidigen Klang und das Ganze auch so weit schon vorbereitet, dass es alles passgenau und steckgenau für das Fahrzeug richtig ist. Wir haben natürlich im Set liegen auch Nieten mit dabei, damit man das Ganze nachher benieten kann oder vernieten kann. Und dieses Lautsprecherset gibt es natürlich auch einzeln für den VW T6.1. Wer sagt, Werkzeugdämmung und alles, was wir jetzt euch noch hier alles vorstellen, habe ich schon oder will ich gar nicht. Ich baue nur das Lautsprechersystem ein. Der kann das natürlich machen, das gibt es einzeln. Aber bei uns heißt dieses Set jetzt im Video V1, also VW T6.1 V1, weil wir, wie wir auch bekannt sind dafür, euch ein Komplettset anbieten, damit euch beim Einbau nichts fehlt. Ihr könnt alles richtig cool installieren und ihr habt natürlich alles, was man zum Thema Dämmung braucht, auch integriert. Und das Set gibt es natürlich dann immer zum Vorzugspreis gegenüber dem Kauf der Einzelkomponenten. Unser Komplettset beinhaltet bis auf unser gerade eben vorgestelltes Option VW T6.1 Lautsprechersystem zusätzlich die komplette Türdämmung für die vorderen Türen und die sind sehr groß bei dem Fahrzeug, dementsprechend brauchen wir viel Material. Das heißt, wir sehen vor jetzt 3 Dämmmatten pro Türe, also insgesamt 6 Dämmmatten und nochmal 2 Schaumdämmmatten, das heißt auch wieder pro Türe eine. Und jetzt kommen wir schon zum Werkzeug, das Ganze perfekt zu installieren. Wir haben die Heißklebepistole, das ist jetzt eine einfache, mehr oder weniger Einwegpistole, aber die kann man hervorragend dafür verwenden. Wir liefern euch auch die Heißklebesticks mit dazu. Wo wir die gleich brauchen, werdet ihr gleich sehen in diesem Video. Und wir haben eine Nietzange mit dabei, damit ihr die Nieten richtig verpressen könnt. Und wer sowas noch nicht hat daheim, weil bei VW ist es halt mal so, dass die meisten Schrauben sind Torx. Also hier ein Torx-Kit für alle Schrauben, um die Türverkleidungen zu lösen oder die A-Säule. Und dann haben wir noch ein Remover-Tool, das ist auch in dem Set mit dabei. Da könnt ihr die Kunststoffteile, wo im Fahrzeug drin sind, weghebeln und macht das Ganze Lack oder
untergrundschonend beim Wegmachen. Wenn wir jetzt die Basis, also unser V1 Lautsprecherset, komplett installiert haben, dann wird es nicht so sein, dass es BAM richtig laut wird wie in der Diskothek, weil wir haben ja ursprünglich einfach unser Autoradio immer noch drinne und haben keinen separaten Verstärker drin. Das heißt, wir werden jetzt erstmal einen besseren Bass haben, einen viel definierteren, schöneren, sauberen Bass, einen Punch. Und dann werden wir auch einen viel klareren und schöneren Sound haben im Mittelhochtonbereich und wir werden auch ein bisschen mehr Lautstärke haben wie mit den Originallautsprechern. Und dann wird noch ein weiteres Video folgen und das verspreche ich euch jetzt schon, wir werden ein V2 oder auch V3 nochmal bringen, wo wir eine Endstufe installieren, die perfekt auf das Fahrzeug abgestimmt ist und auf unsere Lautsprecher und werden da auch noch einen unsichtbaren Subwoofer mit ergänzen, der dann unterm Beifahrersitz unsichtbar installiert ist und echt nochmal richtig schiebt. Und dann habt ihr die mega geile Anlage für euren VW T6.1. Aber lasst uns noch ein bisschen Zeit mit dem Anschlussvideo, das ja jetzt quasi die Ergänzung zu unserer Basis ist, die wir jetzt einbauen. Wir fangen mit der A-Säule an, die zu entfernen, weil hier verbirgt sich unser Hochtöner unten drunter, den wir jetzt austauschen wollen. Und wer auch so ein Rollo hier drin hat, der braucht auf gar nichts aufpassen. Wir bauen die Seitenverkleidung oder die A-Säule ganz einfach weg, indem er jetzt da unten drin ist so eine kleine Bucht. Da kann man hinten reinfahren und die Verkleidung von hier vorne mal entriegeln. Und dann kann man das Ganze hier wegnehmen. Und darunter verbirgt sich ein 30er Torx. Und jetzt haben wir schon das gute Stück hier so weit weg. Jetzt können wir wieder mit dem Remover-Tool unter den Gummi hier reinfahren und die A-Säulenverkleidung nach innen drücken. Also so. Und hört ihr das? Jetzt entriegelt das ganze gute Stück schon, indem wir den jetzt einfach nach innen ziehen. Und jetzt sind alle drei Verriegler oder die Clips da drin schon weg. Also es geht bei dem Fahrzeug wirklich sehr einfach. Und damit wir das hier an der Seite besser rausziehen können, können wir hier an der Seite können wir ebenfalls das Ganze rausziehen und dieses Teil hier so rausnehmen. Und jetzt können wir die A-Säule ganz entspannt hier herlegen. Und hier ist jetzt nur ein Kabel angesteckt. Und das ist von unserem Hochtöner, den wir jetzt eh ausbauen wollen. Und der lässt sich ganz einfach entriegeln, indem man die zwei Klammern hier ein bisschen zusammendrückt und rauszieht. Und so sieht die A-Säulenverkleidung von hinten aus. Das waren die drei Clips, die eingeklippt sind in der A-Säule selber und die das ganze gute Stück heben. Und wir machen jetzt den Hochtöner raus und tauschen den aus. Von VW ist der originale Hochtöner mit drei Punkten mit dem Kunststoff in sich verschweißt quasi. Das ist nur so ein kleiner Lappen. Den können wir ganz easy hier rausnehmen. Also ihr seht schon, wie einfach das hier alles rausgeht. Das klippen wir nur nach oben weg. Und dann bleiben jetzt die drei Zapfen, die bleiben so weit drin stehen. Und jetzt nehmen wir unseren neuen Hochtöner und bauen den genau hier so rein, dass der in diese Zapfen wieder verschwindet. Also jetzt ist er praktisch schon fix und fertig drin. Dadurch, dass jetzt aber keine Lötkappen quasi mehr drauf sind, weil man die einmalig bloß verwenden kann, nehmen wir jetzt unsere beiliegende Heißklebepistole mit dem schwarzen Stick und machen hier an den Punkten eine kleine Verklebung mit drauf, damit das einfach wieder so bleibt, wie der originale Hochtöner auch gerade war. Wir haben also bei euch, für euch im Set alles mit drinne und mitgedacht, damit ihr alles fertig machen könnt. So, das lassen wir auskühlen. Dann können wir die A-Säule genauso wieder installieren, wie wir sie weggebaut haben. Kurz zum Hochtöner selber. Wir haben hier die Steckverbindung so weit drin, dass dieser Stecker genauso wieder passt wie der Original-VW-Stecker. Den haben wir ja hier, das ist der gleiche. Ja. Und das ist die Frequenzweiche, die den Hochtöner vor hohen, nein, vor tiefen Frequenzen schützt und wo wir sogar eine Pegelanpassung machen können. Und dafür ist dieses gelbe Kabelschleifchen da, das wir so durchtrennen, wenn wir den Hochtöner um 3 dB leiser machen möchten, als er von Haus aus spielen würde. Und deswegen trennen wir das Kabel durch. Dafür ist auch der Frequenzgang dann perfekter, dann ist der Hochton nicht ganz so dominant. Wer sagt, boah, ich mag aber einen kräftigen Hochton, der braucht dieses
gelbe Kabel nicht durchzwicken, dann lässt er das. Wie jeder, der sagt, ich möchte so einen smoothen, schönen Hochtöner haben, der zwickt dieses Kabel einfach durch und isoliert es irgendwie auf der Seite, dass die Kabelenden eben so nicht zusammenkommen können und wickelt da ein Tape außenrum zum Beispiel. Wir legen die A-Säule wieder hier hin. Jetzt können wir gemütlich unseren Stecker wieder hier reinstecken, weil es ist ja ein Plug-and-Play-Lautsprechersystem. Und jetzt verstauen wir die Kabel hier hinten in dem A-Säulenschacht mit hinten rein, damit es nicht in dem Bereich drin ist, wo jetzt die A-Säule mit eingeschoben wird. Und jetzt können wir das Ganze wieder hier reinmachen und von außen schauen wir einfach, wo die Pins hier sind, weil das sieht man von außen ganz entspannt. 1, 2, 3. So, alle drei sind jetzt drin und jetzt mache ich so. Und die A-Säule ist jetzt schon wieder dran. Den Gummi hier an der Seite schön wieder über die Kante legen und den Haltegriff wieder genauso montieren. Und dann haben wir den Hochtöner schon aus- und umgebaut. Und das Gleiche natürlich auf der Beifahrerseite, aber es ist genau das Gleiche. Deswegen zeigen wir euch jetzt alles hier an der Beifahrerseite, an der Fahrerseite. Und jetzt geht es um die Türe und da bauen wir jetzt den Tieftöner um und machen die Türdämmung. Am besten macht er ganz am Anfang mal das Fenster auf jeden Fall zu, weil dann kommen wir besser an das Außenblech dran, wenn wir den Lautsprecher deinstalliert haben, um die Dämmung anzubringen. Diese Verblendung machen wir jetzt weg und dann nehmen wir am besten vielleicht sogar zwei Remover-Tools her und können einmal hier unten ins Eck reinfahren, so leicht entriegeln und wir schauen, dass wir ganz unten reinkommen. Und dann nehmen wir das Stück für Stück hier weg und können das entklippen. So, so muss das ausschauen. Hier drunter sehen wir jetzt zwei Löcher, wo jeweils eine 30er Torx drin ist. Die schrauben wir raus. Die können wir auch hier mit dem Magnet rausziehen. Die nächste Schraube ist offensichtlich hier unten drin. Das ist ein 20er Torx. Die können wir ansetzen und auch genauso rausmachen. Und jetzt ein bisschen versteckt ganz unten drunter haben wir zwei Verriegelungen drin. Das ist eine 10er. Ein 10er Kopf, den wir um 90 Grad drehen müssen. Und dann ist hier so eine Platte, die sich praktisch genau in den Winkel dreht, damit es nachher durchlässig ist. Sieht man das ein bisschen? So, und das Gleiche hier drüben. Einfach senkrecht stellen. Und wenn ich es eben waagrecht habe, so wie jetzt, dann verriegelt es und kann nicht raus. Aber jetzt können wir mit dem Entriegelungswerkzeug hier an der Seite zwischen Metall- und Kunststoffverkleidung reinfahren und mit so einem herzhaften Ruck das Ganze entriegeln. Und jetzt können wir auch von Hand weitermachen, weil wir schön unten reinlangen können und können die ganzen Clips an der Seite lösen. Und jetzt ziehen wir die ganze Türverkleidung nach oben raus. Und dann haben wir sie fast schon in der Hand. Und jetzt kann man hier drin diesen kleinen Hebel etwas anziehen, dann kann ich die ganze Verriegelungseinheit wegmachen. Das ist mein Türgriff auf und zu. Und hier drunter haben wir jetzt noch ein paar Stecker, die wir wegmachen können. Und da können wir die Türverkleidung ganz entspannt mal so 90 Grad drehen, auf den Fuß legen. Und jetzt können wir uns das Ganze anschauen, was wir hier so haben. Da haben wir jetzt hier zum Beispiel den braunen, den können wir nach oben entriegeln und hier rausziehen. Das ist auch nur dieser kleine Entriegler. Jetzt haben wir den mit dem blauen Splint, können wir hier entriegeln und rausziehen. Ganz unten haben wir noch diesen Pin für die LED, den können wir einfach abstecken. Und der da oben, muss ich jetzt gerade selber schauen, wie der weggeht. Ah, hier an der Seite ist der Verriegeler. So, und jetzt haben wir alle Stecker weg und jetzt können wir die Verkleidung mal auf die Seite legen. Da ist er, unser Tieftöner aus unserem originalen VW-System, den können wir abstecken. Der ist hier nur mit so einem Steckerchen zusammengemacht. Schaut genauso aus wie jetzt bei unserem neuen Lautsprecher. Und jetzt nehmen wir einen Bohrer und bohren die alten Nieten raus. Da könnt ihr jetzt neben einen 8er, 10er Bohrer, egal wie, von oben ansetzen und so lange bohren, bis praktisch der Kopf wegfällt. So, ich mache jetzt extra noch hier den Keil hier hinten rein, damit mehr Druck zwischen der Niete und dem Blech ist, damit die Niete besser hält und dann können wir es auch besser rausbohren. So, und jetzt können wir den ganzen Kopf hier wegmachen.
Die Nietstopfen, die jetzt noch drin sind, die lassen sich bei dem Fahrzeug tatsächlich ganz easy mit dem Kunststoffwerkzeug nach hinten durchdrücken und rausmachen. So, und jetzt haben wir unsere vier neuen Löcher für die Lautsprecher. Und jetzt fangen wir da hinten drinne an zu dämmen. Aber vorher machen wir noch die Bohrspäne weg und räumen die Baustelle auf. Am Außenblech ist jetzt noch ein bisschen Hohlraumversiegelung drin, so eine Art Wachs. Das kann man natürlich auch wegwaschen, erstmal mit einem Tuch und ein bisschen Bremsenreiniger oder fettlösendes Mittel. Und dann tun wir die Fläche erstmal ein bisschen sauber machen, damit unser Bitumen richtig hebt. Mit der Hand kommen wir relativ weit überall hin. Und ich mag es euch jetzt echt ersparen, den ganzen Aggregatträger wegzubauen. Da ist die ganze Fensterhebermechanik dahinter. Man könnte es perfektionieren und auf 100% Dämmung bringen, wenn es den Begriff überhaupt gibt. Und dann kann man natürlich das ganze Außenblech dämmen. Wir ersparen uns das jetzt. Ich möchte es für euch ja so haben, dass ihr einen riesen Spaß dran habt. Und ihr werdet auch mit 99%iger Türdämmung einen riesen Spaß haben. Und jetzt machen wir uns kleine Stückchen. Dann kommen wir halt auch relativ gut hin, die Materialien dort zu installieren. Und da machen wir uns jetzt einfach solche Stückchen, vielleicht so 15 cm auf 10 cm. Und die bringen wir jetzt an der Außenhaut auf. Und die können wir jetzt, so klein wie sie sind, super hier drinne aufkleben und wirklich sehr, sehr genau überall aufs Blech aufkleben. Keine Luftblasen drunter lassen und schnell, schnell, sondern wirklich hier ein bisschen Zeit lassen und richtig schön anbringen. Dann können wir jetzt die Lautsprecher schon mal installieren. Und jetzt nutze ich den Zeitpunkt, um euch mal kurz zu zeigen, wo der Unterschied denn liegt bei dem Original. Der hat nämlich jetzt hier, wenn man von außen Sicki bis außen Sicki hat, der 13,2 maximal. Und unserer hat jetzt 14,2, also tatsächlich 1 Zentimeter mehr Membrandurchmesser. Und die Membran hier, das ist genau das. Je größer, umso mehr Bass passiert da. Und wir haben den ein bisschen anders konstruiert. Der geht trotzdem genauso geil rein. Und haben einfach mal geschaut, dass wir die noch größere Membran reinbringen. So, jetzt schmeißen wir mal den alten auf die Seite. Und den neuen, den nieten wir jetzt rein. Es ist auch hier bereits schon eine Dämmschicht, eine Dichtschicht hier mit unten angebracht. Das heißt, wir können jetzt ohne weiteres den Lautsprecher gleich direkt hier aufnieten. Stecker rein und damit ist unser Lautsprechersystem bereits schon wieder angeschlossen und fix und fertig. Aber wir machen es ja besser wie das Original. Wir dämmen jetzt noch ein bisschen die Türe, weil das ist alles Kunststoff. Das gibt alles so arg nach, dass das gegenschwingt und uns an Wirkungsgrad vom Lautsprecher wegnimmt. Und wir kleben jetzt hier noch Dämmmaterial mit auf, damit das Ganze hier schwerer wird. Wir haben bereits 1/3 einer Matte auf die Außenhaut geklebt und jetzt kleben wir praktisch den Rest der ersten zwei Matten komplett hier drauf, damit es schwer wird. Und da könnt ihr mir jetzt ein bisschen dabei zuschauen. Alles und alles überkleben ist manchmal nicht so gut. Wir können einfach die groben Teile hier offen lassen, damit das nicht alles überklebt wird. Wir machen nur die großen Flächen, die Freiflächen. Wir können jetzt wieder mit dem Kunststoffwerkzeug super arbeiten und das Material in die Vertiefungen reinbringen. Und vor allem jetzt möglichst alles irgendwo hindrücken, wo es auch anliegt nachher. Weil wir machen hier auch noch eine zweite Lage drüber. Gut aus und das wird jetzt immer schwerer. Ihr achtet bitte auch darauf, dass solche Sachen wie das hier nicht überklebt werden. Da sind ja schließlich unsere Splints nachher drin, wo sich die Türverkleidung drin wieder verriegelt. Also hier ein bisschen aufpassen, damit es nicht dicht ist. Hier ist auch die Schraube, die wir von unten noch rausgemacht haben.
die sich hier verbirgt. Also das hier auch nicht zukleben, da kommen wir aber sowieso jetzt nicht großartig hin. Und hier können wir jetzt einfach weitermachen. So, zwei Lagen aufgebracht. Jetzt machen wir das Eck hier auch noch, das schwingt genauso alles mit. Wir bringen hier noch Gewicht drauf. Können wir auch gleich die Reste hernehmen, wo wir schon irgendwo weggeschnitten haben, und versuchen, die mit zu integrieren. Leicht andrücken nur das Material, damit es nur angeritzt wird. Und dann können wir das auch alles wegnehmen. Jetzt können wir noch um den Lautsprecher drumherum dämmen. Den haben wir ja schon vernietet, weil das ist ja das Epizentrum. Und seht ihr, der geht jetzt noch so ein bisschen mit, relativ leicht, indem ich ein bisschen dran ziehe und drücke. Und um dieses Gewicht an der Stelle zu erhöhen, hauen wir jetzt da nochmal so kleine 2-3 cm breite Streifen drauf. Und die können wir jetzt direkt hier in die Seitenmulde mit reinmachen. Da stören sie null und können es richtig schön anbringen. So. Und jetzt könnt ihr auch mal so einen Klopftest machen. Ist alles ganz ruhig, also es hört sich jetzt wirklich sehr ruhig an. Da scheppert und dröhnt nichts mit. Insofern liegen wir nicht verkehrt. Und jetzt haben wir noch so ein Stück Material übrig. Bis auf die kleinen Fetzen hier. Die könnt ihr draufkleben, müsst ihr nicht draufkleben. Und davon nehmen wir mindestens jetzt noch mal so ein Teil hierher. Und kleben auf die Mitte hier einfach völlig unkompliziert noch einen dritten Satz drauf. Und damit sind wir dann aber auch mit der Türverkleidung an sich durch. Das können wir jetzt noch spielerisch machen, bevor wir irgendwas wegschmeißen. Also wir holen hier schon ziemlich viel Dämmung raus. Was hier abgeht, ist nicht normal. Bingo! Und jetzt kommen wir zur Türverkleidung, die ist nämlich nicht ganz unwichtig beim Dämmen. An der Türverkleidung an sich ist von hinten auch bereits so ein kleiner Dämmschaum angebracht. Den machen wir jetzt mal weg, weil wir müssen unbedingt auch die Türverkleidung selber beschweren, damit wenig schwingt. Also wir wollen ja praktisch das Schwinggeräusch oder die Schwingung schon mal verhindern, damit durch die Schwingung erst gar kein Nebengeräusch erzeugt wird. Und wir können jetzt über dieses Material, was hier noch übrig ist, da kleben wir einfach unsere Bitumenmatte noch drüber. Wir haben jetzt noch eine ganze Bitumenmatte und die können wir im Gesamten so drüber kleben. Also das heißt, fangen wir mal einfach an. Wir nehmen die Matte, machen wir mal bis zur Hälfte, machen wir es frei und dann fangen wir da oben drin an, das Ganze einzukleben. Die Handschuhe an. Und an solchen Ecken, die braucht ihr nur immer so leicht anschneiden. Einmal nach oben, nach unten reindrücken und wieder drüber lappen lassen. So ist das ganze Spiel. Und so machen wir natürlich jetzt auch wieder jeden Punkt schön fest. Und hier drüben genau das gleiche Spiel aufmachen. Unten rein, oben drüber. So, und jetzt können wir das Ganze natürlich auch in diese Mulde reinlaufen lassen. Ein bisschen hochheben, drum vielleicht auch mal nicht alles gleich wegmachen von der Klebeschicht, sondern erstmal schön reinbringen. Und jetzt können wir auch die Klebeschicht hier ganz entfernen. Dann können wir nämlich jetzt die ganze Matte hier hinten runterbringen und aufkleben. So, und am Lautsprecher schneiden wir es natürlich wieder aus. So, einmal ringsrum und auch das hier ist die Schraube. Da kommt eine Schraube nachher durch. Dürfen wir nicht alles überkleben. Und hier um den Lautsprecher rum auch weg. Und den Rest, den kleben wir jetzt überall sauber an und drücken den fest, wie es auch nur geht. Und wenn wir noch was von der bisherigen Dämmung übrig haben, das können wir gerne da auf dem Bereich machen, wo der Lautsprecher auch wiederum arbeitet, hier möglichst auch noch was anbringen. Also man muss hier nichts verschenken, lieber noch mal drauf. Die beiliegende Dämmschaummatte vom Dämmpaket,
die werden wir jetzt hiermit anbringen. Das heißt, der ganze Schall, der sich noch neben dem Lautsprecher, der sich ja hier drin befindet, ausbreitet, den werden wir jetzt dann mundtot machen. So, und das ist Dämmschaum. Der Dämmschaum dämmt den ganzen Schall hinten dran weg. Keine Reflexion, alles klingt geiler. Und damit fangen wir jetzt genauso an, den Schaum so anzubringen, wie wir vorher auch die Dämmmatten anbracht haben. Zuerst mal ein Stück. Und da können wir jetzt wieder hier hinten drin anfangen. Der klebt nämlich auch wie Harry. So. Und so können wir uns jetzt nach vorne arbeiten oder nach unten. So. Der lässt sich auch super formen. Und den ziehen wir jetzt mal da rein. Das, was uns nachher nicht passt, das können wir nachher immer noch wegschneiden. Also so ganz genau. Es muss nicht auf jedem Zentimeter was sein. Wenn es jemand schön findet, dann kann man das gern machen. So, und jetzt legen wir das wieder hier so drauf. Und was jetzt an der Stelle wichtig ist, dass der Schaum nicht einfach so hier drüber geht, weil der trägt hier an der Seite und nach unten zu viel auf, weil der ist in der Passform in der Türe nachher drin. Wenn wir hier zu viel reinmachen, dann kriegt er die Türverkleidung nicht mehr richtig drauf und die ist nachher praktisch nicht mehr richtig fest. So, und deswegen machen wir hier nur so weit den Dämmschaum dran, dass wir die größtmögliche Fläche dran haben und die Seitenteile hier nicht. Und da können wir natürlich jetzt wieder den Lautsprecher ausnehmen. Und damit wäre der Dämmschaum auch angebracht. Was sich nach dieser ersten Dämmung auf jeden Fall mal lohnt, ist ein kurzer Hit auf die Türverkleidung drauf, um zu hören, was scheppert an der Türverkleidung vielleicht tatsächlich immer noch. Und hört ihr das? Da ist noch was und ich habe es auch bereits schon gefunden. Das sind diese Teile hier, schaut. Das ist nur so, das liegt da nur an, Kunststoff auf Kunststoff. Und wenn man das hält und draufklopft, dann ist alles ruhig. Also, was machen wir? Wir haben noch ein bisschen Schaum übrig. Wir können problemlos hier ein bisschen dazwischen tun. Machen wir nochmal was auf der Seite. So. Und weil hier drüben kann das genauso sein, legen wir halt hier auch noch überall so kleine Fetzen dazwischen, damit hier zwischen Kunststoff und Kunststoff nichts mehr klappern kann. Das kann man überall hier machen und dann wird die Türverkleidung echt richtig ruhig. Hört ihr jetzt? Unterschied. Klappern, nicht klappern. Und jetzt können wir die Türverkleidung wieder dran montieren. Jetzt können wir die Türverkleidung genauso wieder daherheben und fangen wieder an. Da oben war der rote drinne. Klick. Der braune. Klick. Da unten kommt der blaue von hinten rein. So. Und den schieben hier noch rein. Klick. Und jetzt drehen wir die Türe wieder um diese 90 Grad. Und jetzt setzen wir von hinten den Entriegler wieder ein. Nicht vergessen, weil sonst könnt ihr von innen die Türverkleidung nicht mehr aufmachen. Und jetzt setzen wir das Ganze wieder von oben ein. In die Schiene. Genau. Und jetzt achten wir bitte drauf, wo die Türclips sind. Man sieht die sehr gut von der Seite aus. Und die sollen natürlich alle in die Löcher zeigen. Weil wenn wir jetzt Klick machen, dann ist einfach der Klick drinne. Und dann bricht da auch kein Clip ab. Und vor allem heben sie dann alle wieder. So, und jetzt machen wir von unten die Teile um 90 Grad wieder dran. Und rumdrehen und verriegeln. Und hier drüben genau das gleiche Spiel. Zu. Oben zieht zwei Schrauben wieder rein. So, und die 20er. Torx ebenfalls da unten wieder verschrauben. Zielblende wieder drauf. Schön einrasten lassen. So. So. Das war's. Kommen wir zum Soundcheck. Bevor wir richtig in die Musik reinhören, habe ich jetzt gerade mal noch einen Soundcheck mit Messung gemacht. Und jetzt schaut mal kurz her, ich zeige euch was. Wir haben hier zwei Linien. Einmal die rote Linie, das ist gemessen mit den alten Lautsprechern, also mit VW-Lautsprechern. Und
Die gelbe Linie ist jetzt die ausgetauschte Version mit unseren Option-Lautsprechern und Türdämmung. Und da sieht man jetzt, dass die Linie im Allgemeinen höher ist. Und ich habe es jedes Mal gemessen mit voll auf dem, im Autoradio voll aufgedreht, dem Zustand. Und das kommt dabei raus. Das heißt, mehr geht nicht. Mehr geht bei der roten Linie nicht mit den alten Lautsprechern und mehr geht mit der gelben Linie mit den neuen Lautsprechern nicht. Aber man sieht natürlich hier eine Wahnsinnsdifferenz drin. Die ist so ganz grob zwischen 3 und 5 dB lauter wie die Originallautsprecher. Auch hier im Bassbereich drin, also hier bis 125 Hertz, mal ganz pauschal. Das hier ist alles Bass. Da haben wir jetzt hier überall mehr als die alte Linie drin. Also das ist das, was man auch hörbar an Sound, an Bass mehr hat. Und das macht das Gesamtbild aus. Aber jetzt hören wir mal richtig rein. Noch ein bisschen lauter. Also im ersten Moment auf jeden Fall, der Sound löst sich viel mehr von den Lautsprechern selber ab. Das heißt, wenn ich die Augen zu habe, habe ich so das Gefühl, ich kann gar nicht orten, wo sind Lautsprecher, sondern das ist ein Korpus hier, also die Stimmen, alles ist viel harmonischer und auch die Hochtonbereiche, alles klingt dynamischer und total klar und rein. Und jetzt hören wir uns noch mal ein bisschen was an, was auch den Bass betrifft. Was haben wir denn da? Bisschen Bass. Schauen wir mal, was da kommt. Ja? Ja? Jetzt kommt's. Also, um es kurz zu machen. Der Bass ist jetzt schön definiert, er ist nicht mehr so irgendwo, irgendwie in den Türverkleidungen drin, sondern er spielt jetzt hier sauber, konturiert in meiner Fahrgastzelle. Ich nehme den jetzt richtig wahr, das war vorher nicht der Fall. Und natürlich, wie am Anfang schon erwähnt, es ist jetzt nicht viel lauter, es ist jetzt ja auch nur, sind die Lautsprecher getauscht worden. Wir haben jetzt einen schönen, definierteren Sound mit einem kleinen Tick mehr Pegel, dass es eigentlich jetzt an der Stelle echt auch viel mehr Spaß macht zu fahren und auch mal ein bisschen laute Musik zu hören. Vielleicht hört er jetzt gar nicht mehr so laut, weil jetzt ist der Sound schon ganz anderer. Also lasst euch überraschen. Es ist ja der Einstieg, mit dem er anfangen kann, seine Anlage aufzubauen. Und jetzt, wie versprochen, es wird ja noch ein weiteres Video geben, wo wir euch zeigen, wie wir jetzt unsere Basis an Lautsprechern auch mal so richtig befeuern und einen Subwoofer unter den Sitz bauen. Lasst euch das Video nicht entgehen. Wenn euch unsere Videos gefallen und ihr weiterhin am Ball bleiben wollt, was den geilen Sound im Auto betrifft, dann abonniert doch unseren Kanal und klickt die Glocke. Lasst einen schönen Kommentar da, ob euch das gefällt oder ob vielleicht auch nicht gefällt. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Olli.